እንዴት ናችሁ ተመልካቾቼ? እንግዲህ ዛሬ የራሴ የሆነ ሪሴፕት ነው ይዤላችሁ የቀረብኩት ማለት ነው። ሽምብራን፣ ጥሬ ሽምብራን ከድንች ጋር አብሮ በማድረግ እንግዲህ ምን ስም እንደምሰጠው አላቅም፣ አብረን ስም እንፈልግለታለን። ለጊዜው ሽምብራ ሶስ በድንች እየዋለሁኝ፣ ግን ቆንጆ ስም እንደምናወጣለት አብረን ተስፋ አደርጋለሁኝ። ለእኔ ቪዲዮ አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ፣ ደውሉን ተጫኑ። እንግዲህ የማቀርባቸው ማንኛውም አዳዲስ ቪዲዮዎች እንዲደርሷችሁ ማለት ነው፣ አብረን እንከታተል። Hallo und willkommen zu einem neuen Video. Heute machen wir Kartoffeln mit Kichererbsensoße. Für die, die neu dabei sind, abonnieren und die Glocke aktivieren, um Bescheid zu wissen, wenn wir neue Videos hochladen. Und dann können wir auch schon loslegen mit dem Rezept. የመጀመሪያው እንግዲህ ምንድነው? ባሮ ሽንኩርት ነው። ባሮ ሽንኩርቱን ሰንጥቀን በሚፈስ በፈሳሽ ውሃ ማለት ነው፣ በቃ ውስጥ አድርገን ሳይሆን በእያፈሰስን ውሃውን በደንብ አድርገን ገነጣጥለን እናጥበዋለን። ምክንያቱም ውስጡ ጠጠር ምናምን ሊኖረው ይችላል ማለት ነው። Das ist Lauch und als erstes müssen wir das halbieren bzw. vierteln oder so, damit man es gescheit waschen kann und das Innere auch auswaschen kann, weil es sein könnte, dass es dann irgendwie kleine Partikeln von dem Stein oder so drin sein könnten. Ja, ከዛ በኋላ የምንጠቀመው ምንድን ነው? ሽምብራ፣ ጥሬ ሽምብራ መጠቀም እንችላለን። እኔ አሁን ትንሽ ጥርስ ያዝ እንዲያደርግ ስለምፈልግ ኖርማል ጥሬ ሽምብራ ነው የምጠቀመው። ካልሆነ ደግሞ እናንተ የጣሳውም ሽምብራ አለ፣ ወይም ይሄንን ደግሞ ዘፍዝፈን አሳድረን ወይም ቀቅለንም መጠቀም እንችላለን፣ አገንፍለን ማለት ነው፣ ለስለስ እንዲልልን። እሱን ከከተፍን በኋላ ድንቻችንን እንልጥና በምንፈልገው አይነት ቆርጠን እንጥዳለን። ጨው እናረጋለን፣ ቀረፋ እናረጋለን፣ ቅርንፉድ እናደርጋለን። Ja, also jetzt erstmal machen wir Basabisch. Kichererbsen, wir benutzen sie jetzt einfach roh von Anfang an. Aber falls ihr das nicht haben wollt und ihr das lieber viel weicher haben wollt, könnt ihr die aus der Dose nehmen, eventuell. Beziehungsweise ihr könnt auch die frischen einfach über Nacht im Wasser liegen lassen oder auch einfach ein bisschen aufkochen lassen, um das dann ein bisschen weichere Struktur zu kriegen. Aber falls ihr die bissige Struktur haben wollt, dann einfach roh benutzen. Ansonsten jetzt noch die Kartoffeln kochen, bevor ihr das macht, schälen und dann einfach schneiden, zuschneiden in der Form, die ihr es haben wollt. Und dann einfach kochen lassen. Und Salz. ቀረፋ ይገባል። Zimt. ቅርንፉድ ይገባል። ካራንፊልታነ ያ ቅርንፉድ ይገባል። ከዛ ጦስኝ፣ ትንሽ ጦስኝ ይገባል። Und äthiopischer Thymian kommt rein. ከዛ በኋላ ፌፈር ወይም ደግሞ ቁንዶ በርበሬ፣ ጥቁሩን ቁንዶ በርበሬ እናደርጋለን። Ja, also da kommt jetzt noch Pfeffer rein. እሱን አድርገን እንግዲህ እንጥደዋለን ማለት ነው ድንቹን። Dann lassen wir die Kartoffeln kochen. Ja. Das klingt so komisch. Ja. ከዛ በኋላ እኛ ባሯችንን በዘይት ጠብሰን ሽምብራችንን በደንብ አድርገን በባሮውና በዘይቱ እንጠብሰዋለን ማለት ነው። Ja, dann braten wir unser Lauch an und mit ein bisschen Öl. Und da kommt auch die Kichererbsen rein. Da kommen auch die Kichererbsen. Ja, andelein tabsoalen. Andelein bedem badergan katabasno bohala, chau, nech shunkurt na zinjibil. Ja, nachdem man es angebraten hat, dann kommt Salz, Knoblauch und Ingwer rein. Ja, kaza bohala angedih, yallo nagar mindino mihono, bedem makulalat no, tinish skamilesel stras mabsalsal allebet. ውሃ ጠብ እያደረግን እናበስለዋለን ማለት ነው። Nachdem man es etwas angebraten hat, dann kommt einfach nur etwas Wasser nach und nach rein,
damit die Kichererbsen auch ja, innerlich auch kochen können. በደም በሰልን ዲል እንደዚህ ጊዜ እንዳይወስድብን ምን ፈልግ ከሆነ ያው መጀመሪያ ቀደም ብለን እንደተናገርነው ዘፍዝፈን መጠቀም እንችላለን አንድ ማታ መዘፍዘፍ እንደ ዛሬ ልንሰራው እንደትላንት ማታ ላይ ብንዘፈዝፈው እንችላለን ካልሆነ ደግሞ ማገንፈል እንችላለን ሁለቱንም ዘዴዎች መጠቀም እንችላለን ማለት ነው Wie schon vorher gesagt, falls ihr nicht wollt, dass die Kichererbsen so lange brauchen zum Kochen bzw. zum innerlichen Kochen, dann könnt ihr sie über Nacht im Wasser stehen lassen. Das wird sie aufweichen oder auch aufkochen, einfach vor dem Zubereiten dieses Gerichts. Das würde das Ganze vereinfachen, aber wir wollten es halt ein bisschen bissfester haben und deswegen haben wir es so gemacht. Ja, genau. Ja, und dann mal, oder? Und da amaratsch, das auch mal. Ja, es gibt ja auch, es gibt ja auch Kichererbsen in der Dose. Ja, so ein bisschen lass no? Normally, lass halt sind, Ja, Kichererbsen für die Dosen, von den Dosen, sind eigentlich auch ganz gut für Salate, weil die kann man ja direkt benutzen. Mhm. Die sind dann aber auch sehr einfach zu machen, wenn man da eigentlich nichts machen muss. aber. Ja, sehr alle mal kallel. Ja, wenn man es leichter haben möchte, dann geht's natürlich, aber es geht auch so. Wann noch eine Gerschenbramette gemacht, Salone, mal sehen. Ja, Hauptsache die Kichererbsen sind da. Ja, Kasabuha lang die Soja-Creme ist völlig genannt. Le Mapsel Mion Soja-Creme. Das ist völlig genannt, das ist eine Tagamalle. Da machen wir noch Soja-Creme rein. Ja, also es ist boah, zum Kochen halt. ያ ማለት ለእንትን አለ ታቂያለሽ የሱፕ አለ እንደገና ደግሞ ዝም ብለ እንዲ ሶስ የምንሰራበት ረጅም ሰዓት ማለት መብሰል የሚችል አይነት አለ ለዛ ነው ይሄንን የተናገርኩት እሱን መጠቀም እንችላለን ድንቹ ከበሰለ በኋላ አሁን እንደዚህ ሶሱን ከጨረስን ድንቹን በማጥለያ በሆነ መጨለፊያ እያወጣን ውሃው እንዳይገባ ማለት ላዩ ላይ ያለው ጦስኙ የተለያየው ነገር አብሮት እንዳይገባ ድንቹን ብቻ እናወጣና ከዛ በኋላ ውሃውን በእንትን መጠቀም እንችላለን አብሮ እንዲዋሃድ ማለት ነው ትንሽ ቃናውን እንዲያመጣ በማጥለያ እያደረግን ውሃውን ትንሽ እንጠቀምበታለን ማለት ነው Ja, die Kartoffeln, ihr seht ja, wir benutzen so ein, sozusagen, das ist ein bisschen frittierartiges Ding, was man zum Frittieren normalerweise benutzt, damit das Öl abkommt, aber da ist einfach nur, damit die Gewürze, die mit den Kartoffeln waren, abkommen, damit die nicht mit reinkommen, einfach Kartoffeln nach und nach reingeben, das heißt nach und nach einfach reingeben und dann auch noch das Wasser, das man benutzt hat fürs Kochen von den Kartoffeln, auch ein bisschen nach und nach reingeben, damit sich das Geschmack von den Gewürzen auch mit in das Gericht reinbeziehen können. Aber auch damit der Geschmack der Kartoffel, die es angenommen hat, halt ein bisschen stärker durchkommt. Ja, ከዛ በኋላ ያው እንደ ቀደም እንደተናገርኩት ሶያ ክሬማችንን እናደርጋለን ትንሽ እንዲዋሃድ ማሰላ አድርገን እንጠብቀዋለን ልጆች የማይበሉት ከሆነ ድቅቅ አርገን ቃሪያ ከትፈን ለው ላይ ነስነስ አድርገን እናቀርባለን ካልሆነ ግን በዚህ መልኩ በቂ ይሆናል አቅርበን እንመገባለን ማለት ነው እንግዲህ ሞክራችሁ ደግሞ አስተያየታችሁን እንደምትሰጡን ተስፋ እናደርጋለን እኛ በጣም ጣፍጦን ነው የበላነው እናንተም እንደሚጣፍጣችሁ እርግጠኛ ነኝ Wir mischen es jetzt einmal durch, danach kommt die Sojacreme, wie vorher schon gesagt, rein. Dann noch einmal durchrühren und dann ein bisschen brodeln lassen. Ja, also wir hoffen, es wird euch schmecken. Wir hoffen, ihr werdet es nachmachen und uns in den Kommentaren berichten, wie sehr es euch schmeckt oder wie was euch vielleicht nicht gefällt. Ja, falls es nicht Menschen essen, die es weniger scharf haben wollen oder Kinder... Dann macht vielleicht noch ein bisschen, ja, ein bisschen an Chili rein, ein bisschen klein gehackt, auch oben drüber streuen. Kann man machen, muss man nicht, natürlich ist ja eure Wahl. Aber wir hoffen, es schmeckt euch und wir hoffen, ihr werdet beim nächsten Mal auch wieder reinstreuen. Ja, hier ist ein Negeras-Bett und die Salamone.